Hallo zusammen, heute ist der 9.10. Zeit für mal wieder ein neues News-Update. Wirklich viel gibt es nicht. Legend of Grimrock ist gerade abgeschlossen, also das Let's Clear, der zweite Playthrough, was am Ende ganz schön haarig war. Aber na gut, das hätten wir jetzt also auch geschafft. Dadurch hätten wir jetzt eigentlich ein wenig mehr Platz. Aber nein, es gibt kein neues Projekt. Es wird auch in absehbarer Zukunft wahrscheinlich kein neues Projekt geben. Denn ich bin mit DSA 1 ziemlich ausgelastet. Und danach kommt ja gleich im Anschluss 2 und 3. Ich will da nicht den Fehler machen wie bei Baldur's Gate und eine Pause einlegen. Also ja, die drei werden in einem Rutsch abgehakt. Und Dwarf Fortress läuft hier immer noch. Und läuft wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Außerdem will hier immer noch zwischendurch Planescape Torment gespielt werden. Und ja, das heißt, es wird, wie ich eben gerade gesagt habe, kein neues Projekt geben. Was auch, glaube ich, ganz gut soweit ist. Sonst nähern wir uns der 1200, auch wenn das jetzt keine so besondere Zahl ist. Das nächste Besondere in meinen Augen wären die 1500, aber das dauert wohl noch so einen Monat oder zwei. Und die 500.000 Videoaufrufe. Das ist nochmal eine ordentliche Zahl. Und da bin ich auch stolz drauf, dass wir das soweit erreicht haben. Weil es gibt viele Let's Player, die haben zwar an die 1000 oder was Abonnenten, aber da fehlen dann die Videoaufrufe. Die sind halt meistens nur besonders gut darin, PR zu machen. Aber so schaut das bei mir schon richtig ordentlich aus. Mit der Partnerschaft wird das leider noch nichts. Also ich habe mich ja vor einem Monat mal bei YouTube direkt beworben, weil ich nicht Mitglied von irgendeinem Netzwerk werden wollte. Das ist mir erstens ziemlich suspekt und zweitens zocken die Leute ganz schön ab, was ich nicht besonders in Ordnung finde. Ich werde zwar immer wieder von denen angeschrieben, also von TGN, von, ach, was war das andere noch? Weiß ich gar nicht mehr. Aber dann sage ich immer gleich nein, danke. Ich hoffe einfach mal, dass es von YouTube direkt irgendwann was wird, dass ich dann meine extra Banner oben bekomme und dass ich dann ein paar mehr Rechte habe. Denn momentan wird mir schon öfters mal die Werbung abgewürgt bei den Videos. Und dann wollen die die Rechte haben für ein Spiel. Und selbst wenn ich denen die E-Mail direkt von dem Hersteller des Spiels direkt zuschicke, dass sie es mir erlauben, wird es trotzdem nicht freigeschaltet, weil ich wohl noch kein richtiger Partner bin. Das ist dann doch ein wenig ärgerlich. Aber naja, kann man nichts ändern. Für die nähere Zukunft, DSA 1 sind wir schon relativ weit, aber ich werde mir da auch die Zeit nehmen, die letzten Ecken des Landes so weit zu erforschen, wie es das Zeitlimit zulässt. Und in Dwarf Fortress hatten wir gerade vor kurzem wieder neue Migrantenwellen und wir kriegen es jetzt nach und nach hoffentlich auch mit der Miliz hin, da wir ein Danger Room basteln werden. Ja, soweit läuft also alles wie geplant und wir sehen uns dann bei meinen Projekten. Bye bye!